Wie ist es, ein Performer zu sein? Ein guter Freund hat mir neulich diese Frage gestellt. Meine Antwort darauf: It's awesome. Für ihn jedoch viel zu kurz. Also musste ich weiter ausholen. Schon als wir klein waren, gab es für uns nichts Besseres, als auf der Bühne zu stehen. Knapp 2 Jahrzehnte später hat sich daran nicht wirklich viel geändert. Auf jeden Fall steckt viel Arbeit dahinter. Ich würde sagen, mindestens 80% der Zeit wird in die Planung und das Training investiert. Und nur so ist es möglich, das gemeinsame Ziel zu erklimmen. Dann wäre da noch das viele Reisen. Gehört auf jeden Fall zu meinen Favorites. Außer in 2020. Am Ende läuft aber alles nur auf eines hinaus: das Event. Leicht aufgeregt steckt man ein letztes Mal die Köpfe zusammen, bevor man komplett im Film ist. Das Publikum für sich zu gewinnen, ist dabei immer das größte Ziel. Und ja, schon seit ich klein war, konnte ich mir genau das von den Großen abschauen. Hier können Sie nicht parken, das ist ein absolutes Halteverbot. Okay.